Ich glaube, dass die Impfung notwendig ist, vor allem für jene Kategorien, und das sehen wir ja auch anhand der Zahlen, dass die Impfung imstande ist, schwere Verläufe zu reduzieren, aber sie hat eben ihre Unzulänglichkeiten. Und ich habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört, Frau Ladurner, und auch die Ausführungen vom Bischof und vom Parteiobmann und wen Sie alles zitiert haben. Wir müssen bei den Fakten bleiben in dieser Pandemie. Und wenn es nur so wäre, dass diese Impfung der Gamechanger wirklich wäre, dann hätte Portugal und Gibraltar nicht das Problem. Also wir sind imstande, die schweren Verläufe zu reduzieren für eine bestimmte Zeit. Auch das, da hatten wir uns ja auch gewünscht. Es hat ja zuerst geheißen, 9 Monate schützt sie, verlängern wir auf 12 Monate. Mittlerweile wissen wir, es sind 4, 5 Monate. Von den neuen Varianten gar nicht zu sprechen. Moderna hat heute, der Moderna-Chef hat erst heute Nachmittag verkündet, ich glaube, Sie haben es sogar in den Nachrichten gebracht, der gesagt hat, für die neue Variante Omikron getrauen wir uns noch nicht einmal den Schutz zu sagen. Wir müssen hier einen neuen Impfstoff entwickeln, wird wieder Monate dauern. Mit diesen derzeitigen Impfstoffen eine Impfpflicht zu fordern, halte ich für völlig falsch. Nicht, weil die Impfung an sich schlecht wäre. Das ist ein Instrument, das wir jetzt haben. Aber die Verhältnismäßigkeit ist nicht gegeben. Und die Evidenz für diesen harten Schritt der Impfpflicht ist nicht gegeben. Und ich kann ja verstehen, man hört es ja auch bei den Leuten, die sagen, ja, wenn wir jetzt endlich die Impfpflicht hätten, dann wären wir durch. Es ist halt mit diesen Impfstoffen leider nicht so. Vielleicht kommt ein Impfstoff irgendwann, der uns wirklich die Garantie gibt, dass ich nicht mehr ansteckend bin, dass ich nicht nochmal bekommen kann, dann haben wir eine neue Diskussion, dann werden wir uns noch einmal hier treffen, dann haben wir eine andere Ausgangslage, aber nicht hier, wo die Verhältnismäßigkeit einfach nicht mehr gegeben ist. Es wird ja indirekt immer, schwingt ja mit, die Ungeimpften sind jetzt für das ganze Chaos und für das Versagen in Politik und Sanität und überall schuld und die müssen den Kopf herhalten. Und das ist nicht der Fall, denn es gibt genügend Leute, die sich aus bestimmten Gründen nicht impfen lassen wollen. Das ist ja auch ein großer Schritt. Man spricht da ja auch immer von der körperlichen Unversehrtheit und das ist ganz interessant. Das gefällt mir immer, wenn Menschen Bedenken haben und ich sage, ich wäre für ein verpflichtendes Aufklärungsgespräch. Das schon, dass man wirklich einmal auch mit dem Vertrauensarzt oder mit wem auch immer das Gespräch führen muss und nicht irgendwelchen Internetsachen glauben muss. Aber wenn wir von der körperlichen Unversehrtheit sprechen, das ist ja im Alltag auch immer, das ist ja nicht nur beim Impfen, sondern wir haben die körperliche Unversehrtheit ja auch bei den Abtreibungen und so weiter, wo jeder sagt, ich bin für meinen Körper selbst zuständig. Wenn das einer beim Impfen sagt, dann sprechen wir ihm das auf einmal ab. Also das müssen wir schon auch hier mit hineinnehmen in die Diskussion und nicht alle über einen Topf scheren und über einen Kamm scheren, sondern auch wirklich aufklären und vor allem müssen wir mit den Daten rausrücken. Sie werden keine Freude damit haben, Sie hätten es wahrscheinlich lieber, dass die Freiheitlichen in Südtirol auch das Wurmmittel empfehlen. Wir haben von Anfang an eine seriöse Politik gemacht und immer gesagt, wir wollen die Fakten und die Daten auf den Tisch haben. Ihr Landesrat Wiedmann war es, der uns heute habe ich die Antwort bekommen, die eben in den Nachrichten gekommen ist, zu den Impfdurchbrüchen in Südtirol. Diese Frage haben wir im August gestellt. Warum denn? Denn im Juli haben wir schon erfahren, aus der Lage in Israel, die ja vor uns geimpft haben, sie haben Impfdurchbrüche, sie müssen boostern. Und ich habe gefragt, welche Altersklassen, bei welchen Impfstoffen sehen wir die Impfdurchbrüche in Südtirol? 3 Monate lang keine Antwort und jetzt werden wir auf einmal narrisch mit den Boostern. Also auch das gehört zu einer offenen Datenlage. Die Leute wollen hier Klarheit und wollen wissen, was los ist. Ich weiß, auf was sie hinaus wollen, denn wir haben einmal die verschiedenen Daten aus anderen Ländern in Südtirol erst seit heute und wir wissen nicht einmal, für welchen Zeitraum sie gelten. Wir haben aber das Bulletin Officiale vom Staat, wo genau drinnen ist, und das ist aktuell von den letzten 30 Tagen, dass mittlerweile bei den Hospitalisierten, nicht auf der Intensivstation, dort überwiegen nach wie vor die Ungeimpften, aber bei den Verläufen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, haben wir 50-50. Mag im ersten Moment ja gegen die Impfung sprechen. Nein, tut sie nicht, denn wenn wir 80% Geimpfte haben, muss man das ja hochrechnen, also sind es immer noch mehr Ungeimpfte. Aber sie spricht eben nicht dafür, dass wir sagen können, jetzt Impfpflicht her,
Und dann wäre die Geschichte gegessen. Wir wecken da wieder neue Hoffnungen. Das kann man einfach nicht machen. Mit diesen Impfstoffen eine Impfpflicht fordern und wieder die Hoffnung erwecken, so wie es letztes Jahr um die Zeit hat es geheißen. So, jetzt testen wir das Land durch, dann ist Weihnachten gerettet. Dann impfen wir mit einer Impfquote von 60-70 sind wir über den Berg, dann ist die Pandemie beendet. Jetzt wissen wir, dass auch Länder mit 90% durchimpft und mehr, für die auch nicht die Pandemie zu Ende ist. Das heißt, was will man erreichen? Die Pandemie beenden oder die Entlastung der Intensivstationen? Und dann die Frage, die ich ganz konkret habe, Jasmin Ladurner, wie schaut das aus? Impfpflicht bei diesen Impfstoffen, das heißt, alle von 5 bis 99, vom Kleinkind bis zur Oma, zweimal im Jahr antreten zur Impfung. Wenn es eine Doppelimpfung ist, dann haben wir viermal den Stich. Also verstehen Sie mich, Sie müssen das den Leuten sagen und den reinen Wein einschenken. Herr Ladurner beantworten, wobei dazu gesagt ist, wir sind alle drei keine Mediziner. Von dem her können aber wir in dem Sinn keine konkreten Impfpflicht, oder? Das wollen alle und man will aber, und das ist mir eben wichtig, wir müssen eben alle Werkzeuge nutzen und nicht Versprechungen machen, die weder Sie noch die Medizin noch die derzeitigen Impfstoffhersteller halten können. Das ist ja das Problem. Und wenn wir bei der Wissenschaft bleiben, und da zitiere ich nicht Gensbacher oder den Landesrat Wiedmann, ganz bestimmt nicht, sondern wenn wir die CDC hernehmen, also das amerikanische RKI, das ganz klar sagt, wer liegt denn im Krankenhaus und auf der Intensivstation? Und über 350 Millionen Menschen wurden also behandelt das RKI als staatliche Organisation, vergleichbar durchaus mit der EU, mit allen Ländern, die dann klar sagen, es ist starkes Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, das sind die Faktoren, die für die wirklich schweren Verläufe auch zuständig sind. Also wir wissen und Leute ab 70 und ab 50, die einem wirklich höherem Risiko ausgesetzt sind, dann ist es doch, wäre es doch sinnvoll, dass wir endlich dort auch die Impflücken schließen und auch das den Menschen sagen und sagen, schau, du bist besonders gefährdet mit dieser Vorbelastung, anstatt dass wir hergehen, alle über einen Kamm scheren und sagen, Impfpflicht für alle. Und Solidarität, das wird ja immer wieder gern in den Ihnen Mund eine genommen. Frage stellen, Herr Leiter Reber. Gerne. Wären Sie denn da für das griechische Modell, das hat heute beschlossen, dass eine Impfpflicht für die über 60-Jährigen eingeführt werden soll, also für diese Menschen, die vorwiegend oder wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie einen schweren Verlauf haben? Wäre von der Evidenz her und von der Verhältnismäßigkeit wieder ganz eine andere Ausgangslage. Und um das geht es ja, das betone ich immer wieder. Es geht nicht Impfung gut oder schlecht, sondern mit den derzeitigen Impfstoffen ist die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben. Wir hätten dort bei der Risikogruppe ganz eine andere Ausgangssituation, denn es ist de facto ja so, wenn wir heute 15% der 20-Jährigen nicht geimpft haben, ist das für die Pandemie viel weniger, beziehungsweise für die Auslastung im Krankenhaus, ja ganz eine andere Diskussion und Evidenz, als wenn wir sie bei den Risikopatienten haben. Das ist ganz klar. Und da kann man dann nicht hergehen und sagen, wir zwingen euch dazu, sondern ich glaube, dass es in einer demokratischen und freiheitlichen und nicht parteimäßig freiheitlich, sondern freiheitlich gesinnten Gesellschaft doch wichtig ist, dass wir die Menschen davon überzeugen, dass sie verstehen, warum es für sie persönlich wichtig ist, sich impfen zu lassen. Und ich möchte den Unterschied der Werkzeuge wirklich klarstellen, auch für die Zuschauer. Eine Impfung ist in erster Linie der Selbstschutz und nicht immer die Solidarität. Denn es ist nun mal der Selbstschutz, dass ich sage, schau, mein Risiko ist für eine bestimmte Zeit geschützt. Leider abnehmend mit den neuen Varianten, aber das ist ja schon einmal ein großer und toller Erfolg der Impfung. Gut. Aber wir brauchen das Testen, um die Zirkulation zu verhindern. Wir müssen deshalb auch Geimpfte, die große Menge der Geimpften, und unsere Zahlen sind nicht so schlecht, die dürfen wir nicht immer schlecht reden, die große Zahl der Geimpften in Südtirol auch regelmäßig testen, um die Zirkulation. Also das Testen ist da absolut gleich. Das wird ja auch von einigen ins Feld geführt und da geht es auch wieder darum, denen Leuten, wir haben bis jetzt eine Freiwilligkeit, was das Impfen anbelangt, aber diese Freiwilligkeit ist ja schon lange nicht mehr gegeben, indem man eben ganz klar sagt, der Ungeimpfte hat die Schuld,
der Ungeimpfte ist verantwortungslos, ist unsolidarisch und so weiter. Und ich halte es für wirklich gefährlich, Frau Ladurner, wenn Sie sagen, nur über die Impfung mit den derzeitigen Impfstoffen. Und ich betone es noch einmal. Wenn wir morgen einen neuen haben, der uns wirklich auch vor Ansteckung und für die Weitergabe schützt, haben wir eine andere Diskussion. Haben wir nicht. Versprechung zu machen, denn was ist passiert? Massentest, Lockdown. Das ist ja das, was die Leute verärgert. Eine Sache müssen wir schon klarstellen. Ja. Also die Impfung wirkt und sie wirkt sagt und reduziert die schweren Verläufe, Gott sei Dank. Aber eben, wie wir leider festgestellt haben, seit Juli wissen wir es, im November fangen wir an mit den Boostern, nur für eine sehr kurze Zeit. Wir haben uns viel mehr versprochen davon. Und deswegen, aus diesem Grund, halte ich die Impfpflicht jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, auch eine Diskussion darüber für falsch, sondern ich bin nach wie vor für eine gesunde Aufklärung, vor allem für die Offenlegung der Daten. Dann verstehen auch jene Menschen, warum sie sich impfen lassen sollen. Darf